Wisst ihr, ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, an der Mündung der Elbe. Dort herrschen Ebbe und Flut. Und wenn Ebbe war, haben wir Jungs im Schlick gespielt. Und im Schlick lagen große Lastkähne. Ja, da lagen Kähne, die mit Baumaterial beladen waren. Ich weiß nicht, wie schwer sie waren. Vielleicht waren sie hunderte von Tonnen oder 50 Tonnen schwer. Manche größer, manche kleiner. Und wir Jungs haben drumherum gespielt. Und damals dachte ich, keine Macht auf Erden kann diese schweren Kähne bewegen. Aber dann lief ganz plötzlich die Flut auf. Und das Wasser stieg und dabei wurden alle Kähne allmählich umspült. Und eine halbe Stunde später stand ich mit meinem Bruder am Kai und es war mir als 12-jährigem Jungen möglich, diese Schiffe mit einem einzigen Fuß zu bewegen. Das wurde für mich zu einem Bild, das sich mir fürs Leben einprägte. Wenn wir dem Wort Gottes folgen, dann läuft die Flut auf. Das Unbewegliche wird beweglich. Das Unheilbare wird heilbar. Und das Unmögliche wird möglich.